I'm fighting. Autodrom, Autodrom, mit dem Auto rum davon. Autodrom, Autodrom, mit dem Auto rum davon. Wollte ich schon immer Musik machen. Ich habe auch als Kind dann eine Musikschule besucht, das Musikgymnasium, und das war aber dann dort so sehr theoretisch und hat mich eigentlich eher blockiert in meinem musikalischen Schaffen, und ich habe dann total angefangen, damit zu zweifeln, was Musik betrifft, und mir das einfach nicht zugetraut. Habe aber trotzdem immer so still und heimlich Songs geschrieben. Du hast die Wahl. Geh mal was trinken oder spazieren, mir ist alles egal. Und es waren dann ein paar Begegnungen und vor allem auch der Hans Wagner, der mich da bestärkt hat darin, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, ob man jetzt perfekt auf einem Instrument spielt oder irgendwie das gut beherrscht, sondern dass man es einfach macht, weil es einfach um den künstlerischen Ausdruck geht. Dann habe ich mir eigentlich den Traum erfüllt, den ich eigentlich immer schon hatte. Ich sage jetzt mal ein paar Sachen, die ich so von außen höre. Also es ist halt Pop natürlich, es ist deutschsprachig, es ist vielleicht ein bisschen in die Chanson-Richtung gehend, weil es erzählerisch ist, also, und hat Retro-Elemente. Ich glaube, dass einfach das, was man liebt, einen inspiriert und auch Einfluss nimmt auf das, was man tut. Also was das Texten betrifft, war für mich irgendwie eine Initialzündung, wie ich Element of Crime als, weiß ich nicht, 12-, 13-Jährige entdeckt habe für mich. Und ich mir gedacht habe, so wie der schreibt, was der für Geschichten erzählt, wie der einfach textet, das ist schon irgendwie so ein Ideal. Aber ganz früher waren es die Beatles, also das waren meine ersten Pop-Heroes sozusagen und sind es auch bis heute geblieben. Fremde Wirrnis, fremde Zahlen, Symbolik. Ein großes Thema für mich ist die Ambivalenz. Also ich versuche in meinen Texten immer so beide Seiten, also was heißt beide, also verschiedene Seiten zu vereinen. Also so ist zum Beispiel das Superland für mich auch ein Ort, der Hoffnung spendet und schön ist, wo man vielleicht Spaß hat und gleichzeitig auch was Trauriges hat und was Trostloses. Nichts ist einfach nur schwarz oder weiß, sondern hat eben so viele Facetten, und diese Widersprüchlichkeit interessiert mich einfach. Einmal Riesenrad fahren, das wäre toll. Meistens weiß. Die österreichische Musikszene ist ja sehr spannend im Moment oder schon seit ein paar Jahren. Da tut sich sehr viel und wird auch jetzt international wahrgenommen. Ich finde das eigentlich eher cool. Also ich denke mir nicht, wow, meine Konkurrenz ist groß, sondern ich finde das eigentlich total schön, weil das so eine Energie macht, so eine gute Schaffensenergie irgendwie. Und sonst kann ich nur sagen, ich glaube, dass ich es als Frau sicher schwerer habe, aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Also die Erfahrung habe ich bis jetzt immer gemacht, dass man es einfach viel härter alles für alles kämpfen muss als Frau, als diese Männerdomäne. We'll be right back.